sexy sein. Und ich liebe es, Impulse zu geben. Wenn wir bedenken, dass in Deutschland 25% der Muslime ein Kopftuch tragen, aber wir immer wieder im Fernsehen die Muslime als unterdrückte Frau sehen oder als sexualisierte Frau, also durch das Kopftuch nochmal sexualisiert. Diese Clan-Strukturen werden ja immer mit den Muslimen assoziiert. Ist der Rechtsstaat stark genug, um auch klar die rote Karten an Clan-Kriminellen zu verteilen? Für uns muslimische Deutsche gibt es an sich kein Begegnungsort, wo wir uns austauschen können, wo ein innerislamischer Dialog stattfindet. Und das ist nochmal die Chance, gerade mit der islamischen Religion zu tun, hier unseren eigenen Islam aufzubauen. 90% der meisten Extremisten werden übrigens im Internet angeworben, laut Statistik. Was können wir dahingehend von der Politik tun, hier erwarten, um uns selber zu schützen? Zum einen die Integrationsfragen besser organisieren, aber auf der anderen Seite auch die Zähne des Rechtsstaats noch stärker zu zeigen. Aber in dem Moment, wo es dann anfängt, unter die Gürtellinie zu gehen, wo auch noch die Familie einem selbst bedroht wird und dann auch noch Sachen drinstehen, ich weiß sogar, wo du wohnst, man sich nicht sicher fühlt, ob man auf, wenn man auf der Straße ist, ob jetzt der Nachbar vielleicht derjenige war, der das geschrieben hat. Es ist nicht schön, es ist absolut nicht schön für diese Menschen.